Herzlich willkommen zurück zu Meet, Greet and Beat, die Roadshow für Gründer hier in Nordrhein-Westfalen. Eine Veranstaltung vom NRW Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium und natürlich damit auch Initiator von der neuen Gründerzeit NRW. Ich bin nun wirklich sehr, sehr gespannt und ihr sicherlich auch, wer denn der Publikumsliebling ist. Und dazu möchte ich noch einmal die Geschäftsführerin vom Digital Aachen hier zu mir auf die Bühne bitten, Iris Wilhelmi. Dankeschön. Aber zunächst einmal wollen wir wissen, was gewinnt denn der oder diejenige? Also das Startup-Team, was jetzt den Publikumspreis kriegt, hat ein Jahr kostenfrei Coworking hier in der Digital Church und damit dann auch eine Business-Mitgliedschaft im Digital Hub. Die nach Köln gehen, müssen wir nun wohl noch mal verhandeln. Ne? Ja, sehr cool. Vielen Dank. Applaus schon mal für den Applaus. Ich weiß es noch nicht und du weißt es auch nicht. Ich bin gespannt, weil ich gebe zu, dass ich mich auch damit schwer getan habe, weil ich finde, alle haben sich so auch von den letzten Pitches her weiterentwickelt und so. Und jetzt bin ich gespannt. Ups, warum? Naja, da müssen wir tatsächlich drüber reden. Ne? Also ob er jetzt noch ein Jahr Coworking hier noch zusätzlich bekommt. Herzlichen Glückwunsch an Annie. Wir haben keine Maske an, deshalb. Das haben jetzt alle nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Also Gutschein habe ich nicht, den kriegt er schriftlich. Also herzlichen Glückwunsch und viel, viel Spaß. Dankeschön. Und natürlich noch viel Glück jetzt auf die nächsten Preise. Ach so. Urkunde gibt's auch noch. Sehr schön. Und das bedeutet ja trotzdem, noch habt ihr die Chance auch noch vielleicht Zweiter oder sogar Erster zu werden. Mal schauen. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank an Annie und an Iris Wilhelmi. Ja, und ich habe eben gesehen, die Jury hat sehr heiß diskutiert hinter den Kulissen. Und ich möchte einmal Frau Brent hier auf die Bühne bitten. Sie haben das Ganze ja mit begleitet und mitbekommen. Das ist richtig. Und wie war's? Wie war die Entscheidung? Sehr schwer, super sehr, sehr spannend schwer. Und den Spannungsbogen, den halten wir jetzt noch ein bisschen an. Ja, nach welchen Kriterien sind Sie denn vorgegangen? Ja, wir sind nach den Kriterien vorgegangen. Einmal Gründerpersönlichkeit, Gründerteam. Und hier haben wir überlegt, wie war Ihr Fachwissen, wie war Ihre Präsentationsfähigkeit, wie war Ihre Überzeugungsfähigkeit hier oben auf der Bühne. Dann haben wir uns die Geschäftsidee angeschaut hinsichtlich Innovationsgrad und sie waren alle innovativ, aber auch Realisierbarkeit ihres Vorhabens und sie haben uns gezeigt, sie erzielen alle schon Umsätze, sie verdienen Geld, auch dafür unser Kompliment. Und dann haben wir uns überlegt, wie sieht der Markt aus, wie sieht die Umsetzung aus, das heißt, wie ist so der gegenwärtige Reifegrad ihrer Idee? Und haben Sie Kooperationspartner gewonnen? Haben Sie alle. Und wie ist Ihre Umsatzplanung? Ganz wichtig war für uns auch, gibt es ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal mit Ihrer Geschäftsidee? Die haben wir auch des Öfteren hinterfragt. Das haben Sie bei den Pitches bemerkt. Also ich würde sagen, jetzt anhand dieser Kriterien müssten eigentlich alle gewonnen haben, oder? Darum waren wir auch recht lange in Diskussion. Ja, ja. Und erstmal möchte ich stellvertretend für die Jury allen Pitchenden danken. Sie haben eine sehr gute Leistung hier oben abgeliefert, alle fünf. Und es ist uns unsäglich schwer gefallen. Ja. Wir wollen jetzt natürlich erfahren, wer der Zweitplatzierte ist. Und dazu rufe ich noch einmal auf die Bühne unseren Staatssekretär Christoph Dammermann. Willkommen zurück.
Bevor wir die Umschläge öffnen, lassen Sie uns noch ein paar Sätze zu den 5 Startups sagen. Bei Annie hat uns nicht nur das Buchungssystem beeindruckt, sondern dass sie sämtliche buchungsrelevante Geschäftsprozesse digital abbilden und das auf einer Plattform. Ich denke, ein Applaus ist hier an der Stelle gut. Bei Detailing haben wir eine Sharing-Plattform für Konstruktionsteile, die so einzigartig ist und direkt Fehler am Bau vermeidet. Das fanden wir einfach super. Das nächste Team, alles alphabetisch ohne Wertung, war Tubek Otinga OG. Wer sich in einer so frühen Lebensphase auf den Weg macht, der beeindruckt uns einfach als Gründer. Die Innovation ihres Rucksackes war so einfach in der Lösung und sie waren auch noch so schlau, das sofort patentieren zu lassen. Chapeau. Zu Salevium beeindruckt hat uns hier das Umsatzwachstum. Das zeigt, dass ihr Produkt angenommen wird und am Markt Nachfrage hat. Ganz toll. Dann kommen wir zum letzten im Alphabet, die Voltfang GmbH. Ja, professionell an jeder Stelle. Sie lösen ein großes Problem am Markt, sind nachhaltig und haben eine hohe Reife in ihrem Produkt in kürzester Zeit entwickelt. Sie waren anscheinend kaum zu bremsen. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und Sie sehen, es ist uns als Jury wirklich schwer gefallen, aber wir haben eine Entscheidung getroffen und darum stehe ich jetzt neben unserem Staatssekretär Dammermann und jetzt spannen wir Sie nicht länger auf die Folter. Genau, und deswegen kriegen Sie schon mal die Urkunde, Sie können sich schon die Trophäe hinter sich einmal in die Hand nehmen und jetzt kommt der Umschlag, den eigentlich brauchen Sie den gar nicht, weil Sie wissen es ja theoretisch, aber ich gebe trotzdem einmal. So, wir machen es ganz feierlich. Der zweite Platz. Wir verkünden den zweiten Platz des heutigen Tages. Es ist das jüngste Gründerteam mit Tubek und Otinga. Danke. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und einer die Urkunde. Bitte schön. Ganz toll. Ihr seht gerade sprachlos aus, aber vielleicht habt ihr gerade noch die Möglichkeit, kurz uns zu verraten, wie ihr euch denn auf diesen Pitch vorbereitet habt. Ich meine, ihr habt ja schon auf die Höhle Löwen vorbereitet und das war ja wahrscheinlich dann jetzt nur noch ein Klacks, oder? Ja, also wir haben uns schon vorbereitet, aber wir haben tatsächlich viel zu tun auch nach der Höhle der Löwen. Das heißt, Vorbereitungen haben wir sehr kondensiert, also auf wenig Zeit. Aber dass es trotzdem für den zweiten Platz gereicht hat, da sind wir sehr dankbar und auch sehr erstaunt. Sehr schön. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Und was habt ihr jetzt mit dem Preisgeld vor? Weil eigentlich habt ihr auch schon da schon Geld bekommen. Also die 1.000 Euro nehmen wir natürlich trotzdem sehr gerne an. Und dafür finden wir auch, glaube ich, in unserem Unternehmen eine sehr gute Verwendung. Das könnt ihr uns dann beim nächsten Mal verraten. Dann. Ja. Sehr schön. Ja, wunderbar dann. Prima. Vielen Dank. Danke. Applaus. Tubek. Ja, und jetzt wird es nochmal besonders spannend. Der erste Platz. Bitte. Den reiche ich schon mal rüber, den Umschlag, die Urkunde. So, der erste Platz. Können wir einen Trommelwirbel machen? Im Trommel. So klappt das auch. Dafür haben wir diese schönen Pappkartons. Jetzt sehe ich das erstmal. Sensationell. Der erste Platz genutzt, am heutigen ne? Abend und damit ein Teilnehmerplatz im Landeswettbewerb, der ja noch kommt in diesem Jahr in Düsseldorf, geht an Voltfang. Wo sind Sie? Wo ist Volt? Ach, da. Guck mal.
haben wir leider nicht den roten Teppich vorbereitet. Ihr müsst schon so lange klatschen, bis die hier vorne sind. Ja? Also. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Und das darf ich Ihnen geben. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Wir ziehen nächste Woche um. Ich denke mal, wir werden einen wunderschönen Platz in unserem ersten eigenen Büro dafür finden. Und ich denke mal auch, wir repräsentieren hier ja 27 hochmotivierte Mitarbeiter. Wir sind ja nur ein kleiner Teil von Voltfang. Und ich denke mal, mit dem Preisgeld können wir auch mal etwas Gutes dem ganzen Team zurückgeben, was jetzt 2 Jahre lang richtig hart gearbeitet hat, um so weit zu kommen. Vielen Dank nochmal. Habt ihr denn einen Tipp für angehende Gründerinnen und Gründer? Was muss passieren, damit die auch hier nächstes Jahr stehen und hier gewinnen? Hört sich jetzt sehr pauschal an, aber man braucht einfach ein geniales Team. Man braucht wirklich Leute von Anfang an, Mitarbeiter, Mitarbeiterin Nummer 1. Das müssen eigentlich Gründer zweiter Reihe sein. Die müssen genauso motiviert und da genauso dahinter stehen, wie wir halt auch hinter unserer Idee. Und das ist super wichtig. Ohne die würden wir jetzt nirgendwo stehen und ohne die geht es auch nicht voran. Auch in Zukunft nicht. Dankeschön. Und was war bei euch der Ausschlag, damals zu sagen, okay, wir gründen? War das die, ja, wolltet ihr ja schon immer werden? Das ist natürlich auch. Danke. Ich weiß nicht, ob jeder von Anfang an den Plan hat zu gründen. Ich denke mal, das kommt häufig auch aus irgendeinem spontanen privaten Bedürfnis, das man hat. Bei uns, die Story kann man gerne sich mal auf unserer Website angucken, wo das herkommt. Das möchte ich jetzt mal nicht spoilern. Aber ja, bei uns war es auch was Privates, was dazu geführt hat, wo wir gemerkt haben, hey, der Bedarf liegt doch eigentlich auch bei anderen. Und guckt mal auf unsere Webseite. Schaut sehr an. Sehr schön. Und wir haben ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, weil ihr müsst ja noch einmal pitchen, und zwar im September in Düsseldorf. Wie wollt ihr euch darauf vorbereiten oder was habt ihr jetzt die nächsten Monate vor? Plant ihr jetzt nochmal alles komplett anders um? Uff, ich denke, es gibt immer Optimierungspotenzial, aber wir sind gerade mit so vielen Sachen beschäftigt. Wie gesagt, wir ziehen jetzt in ein eigenes Büro, wir müssen unsere Kleinserie anfangen. Wir werden auf jeden Fall noch einiges dafür machen müssen. Aber ja, ich denke mal, wir sind da schon hoffentlich jetzt ganz gut dabei mit dem ersten Platz. Genau. Sehr schön. Ja, großen Applaus nochmal an Voltfang. Vielen Dank. Dann noch viel Erfolg. Und wir hatten noch 3 andere fabelhafte Startups, wo ich gerade schon gehört habe, es war ja nicht einfach gewesen, sich zu entscheiden. Und die möchten wir natürlich auch nochmal einmal auf die Bühne rufen. Einmal Salevium, herzlichen Dank an euch, einen Applaus auch. Salevium, zuerst. So. Ein Applaus auch an Detailing. Und den Publikumsgewinner Annie. Und vielleicht sagen wir nochmal dazu, also uns ging das ja auch schon so, jetzt, wenn ich das sagen darf, ich bin immer froh, dass ich nicht in der Jury bin. Komm so ruhig hier mit hoch. Ich glaube, das hält. Das sieht nur so wackelig aus, ja, das täuscht. aber man muss ja, glaube ich, immer dazu sagen, so eine Jury, die weiß auch nicht alles. Also wenn ihr am Ende viel erfolgreicher seid als die beiden anderen, ja, das ist nicht schlimm. Das kann euch heute hier ruhig motivieren, zu zeigen, dass die Jury eigentlich gar keine Ahnung hatte. Also insofern soll es auch ein bisschen Rückenwind sein. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ganz toll. Ja, liebe Gäste, das Gewinner-Startup steht jetzt nun fest. Jetzt sind die wieder noch ganz nach hinten gelaufen, oder? Sehe ich gar nicht mehr. Ach, da hinten, genau, sehr schön. Schon mal ab nach Düsseldorf. Da hinten, wo die Raketen gerade steigen. Genau, denn da geht's nämlich am 13. September weiter. Da könnt ihr natürlich auch gerne hinfahren, um eurem Startup die Daumen zu drücken und da nochmal, ja. Also ich glaube, ihr habt ganz gute Karten, aber schauen wir mal. Ein großer Dank gilt natürlich heute an die fabelhafte Jury, die sich die Zeit genommen hat und mit sehr kritischen Fragen, wie ich finde, hier. Ebenso bedanken möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei den Sponsoren, die das Ganze auch möglich gemacht haben. Herzlichen Dank an die NRW Bank für die Preisgelder auch. Vielen Dank, dass Sie auch heute hier vor Ort sind, Frau Brenn. Ja, und vor allem
möchte ich einen großen Dank aussprechen an unsere tollen Startups, die hier gepitcht haben, weil ohne euer Engagement, eure Vorbereitung, eure hammer tollen Ideen und Produkte, das wäre natürlich dann dieser Abend nicht möglich gewesen. Also Applaus an unsere Startups. Ja, und das war schon der vierte Meet, Greet and Beat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder schon in 2 Wochen. Und zwar am 11. Mai, dann in Paderborn. Also dann gehen wir noch ganz in den Norden von Nordrhein-Westfalen. Vielleicht sehen wir uns da auch wieder. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Viel Spaß noch beim weiteren Networking. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut.